Zunächst haben wir im Dezember schon einen starken Rückgang. Das liegt daran, dass im Dezember die erste Stufe der Gaspreisbremse greift. Anfang des nächsten Jahres wird dann die Inflationsrate gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex zunächst nochmal ansteigen und sie könnte dann auf ähnliche Werte steigen, die wir jetzt im November gesehen haben. Da waren es 11,3%. Aber im weiteren Jahresverlauf wird sie dann deutlich zurückgehen und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir annehmen, dass der Ölpreis zurückgehen wird. Aber auch daran, dass der starke Energiepreisanstieg, den wir im März 2022 nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs gesehen haben, dann aus der Inflationsrate entfallen wird. Für die privaten Haushalte wird es so aussehen, dass zunächst mal der Kaufkraftverlust noch weitergehen wird aufgrund der hohen Inflationsrate. Deswegen werden sie weniger für Waren und Dienstleistungen ausgeben im laufenden Winterhalbjahr. Aber dann ab etwa Mitte nächsten Jahres rechnen wir damit, dass die Inflationsrate wieder runtergehen wird, aber auch, dass die Löhne in preisbereinigter Betrachtung wieder steigen werden. Und das führt dann dazu, dass dann auch die Ausgaben der privaten Haushalte für Konsumzwecke wieder zunehmen werden. Also die deutsche Wirtschaft dürfte im laufenden Winterhalbjahr wohl schrumpfen. Allerdings erwarten wir keinen schwerwiegenden Wirtschaftseinbruch. Und der Arbeitsmarkt dürfte auch relativ stabil bleiben. Und ab Mitte des nächsten Jahres erwarten wir dann, dass es auch wieder aufwärts geht mit der Konjunktur und der Arbeitsmarkt dann wieder zulegt, also die Beschäftigung dann wieder steigen wird. Der wichtigste Faktor ist, dass wir in der Juni-Prognose, jedenfalls in dem Hauptszenario der Juni-Prognose, noch unterstellt hatten, dass die Gaslieferungen aus Russland weiter so fließen würden wie bisher. Und der zunächst ja vorübergehende und dann vollständige Stopp der Gaslieferung aus Russland ist ein Angebotsschock für die deutsche Wirtschaft gewesen, der dazu beigetragen hat, dass das Wachstum deutlich gedämpft ist. Daneben ist es allerdings auch so, dass die globale Nachfrage nachgelassen hat und außerdem haben wir natürlich höhere Zinsen inzwischen, als wir das damals in der Juni-Prognose unterstellt hatten.